Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Wrath of Action. Ich betätige mal hier den Hebel. Für die Farm halt auf jeden Fall. Guck mal hier, guck mal hier mal hier das noch mitnehmen. Oh nein, das ist Redstone verloren gegangen. Scheiße. Kacke, Mann. Da. So, jetzt müsste die Farm auch auf jeden Fall was hauen. Los, hau Farm. So, gucken wir mal, was haben wir hier? Da haben wir hier noch eine kleine Kuh. Oh, Fleisch! Oh Mann. Ja gut, es hat sich doch sogar gelohnt, würde ich sagen. Können wir das hier wieder zumachen erstmal? Nein! Fuck, Mann. Ah, hier sieht man schon dann die Probleme der Farm. Dass dann hier kleine Kühe zum Beispiel durchkommen oder sowas in die Richtung oder keine Ahnung. Warum auch immer kommen die hier durch? Naja. So ist es halt, ne? Na toll. Ja, ich brauche das Fleisch halt, ne? Sorry. So, zack. Okay, so jetzt haben wir erstmal wieder 37 Fleisch. Die können wir erstmal gleich nochmal braten. Dann habe ich eine Kleinigkeit vor in dieser Folge. Mal wieder ein Test. Ja, schauen wir mal. Erstmal brauche ich hier unten ein bisschen was von dem Fleisch. So, dann gucken wir mal, ob wir das überhaupt noch haben. Ja, wir hätten das noch. Das wäre schon mal gar nicht so schlecht. So, jetzt ist natürlich die Frage. Ja, der macht gerade hier ein bisschen Iron Erz. Soll er nicht machen. Nein! Am Arsch! Hier, gib mir das mal. So, jetzt soll er hier die Kohle, gucken wir mal. Schmilzt er die Kohle durch? Ja, er schmilzt die Kohle durch. Das ist schon mal ein gutes Zeichen auf jeden Fall. So, dann haben wir hier, gucken wir mal hier in die Kiste rein. Das ist ja alles so ziemlich voll. Ja, bei mir ist natürlich auch alles voll im Inventar. So, mir geht es nämlich darum... wir haben ja in der letzten Folge haben wir ja unsere Farm hier erstmal soweit fertiggestellt bekommen. So, jetzt, ja, ihr seht schon das Dilemma. Der Ernter, der wirft das einfach so irgendwo hin. Na, so, und genau das ist das große Problem. Das soll halt eigentlich nicht der Fall halt sein. Und genau deswegen müssen wir uns halt was überlegen und was zusammenbasteln. Ja, wir können das natürlich wieder so machen. Dass wir halt natürlich sagen, okay, gut, wir haben, ja, unser, keine Ahnung, der wirft das sowieso aus. Keine Ahnung, das ist sowieso irrelevant, der wirft das, egal. Ja, wir brauchen halt, und das ist meine Idee, die ich habe, muss ich mal schauen, ob das funktioniert. Wir brauchen ein diamantenes Transportrohr. Dafür brauchen wir 2 Diamanten und wir haben nur einen einzigen. Vielleicht können wir ihn darüber herstellen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Dafür brauchen wir einen Kohleball und den Kohleball stellt man her aus Kohlestaub und Flint. Und genau deswegen bin ich gerade dabei, hier das bisschen zusammen zu craften. Hoffe mal, dass er, hat er jetzt schon was hier? Eigentlich hatte man damals das so gemaserweighted eigentlich im Normalfall. Schau mal, ob da jetzt Kohlestaub bei rausgekommen ist. Oder was da bei rausgekommen ist. Gucken wir mal. Ansonsten wir können eigentlich auch so nochmal nachschauen. Moment, aber es müsste gleich in der Truhe sein. Charcoal Dust. Ja, okay, gut, das ist Cracktech halt, ne? Könnte vielleicht funktionieren, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Gucken wir einfach gleich mal. So, wir nehmen mal unsere Steaks, dann haben wir zumindest mal hier wieder ein bisschen was am Hungerbalken auf jeden Fall mal schon mal geändert. Dann können wir auf jeden Fall schon mal in die nächste Richtung gehen. Also wir brauchen erstmal hier, das hier müsste eigentlich Saphir-Erz, wobei das wird glaube ich nicht gemaserated, oder das kann glaube ich nicht gemaserated werden. Dann hat man hier das, wie sieht das hier eigentlich aus? Hier sieht das voll aus, arg voll. Das ist Kacke natürlich dann. Ah, da wollte ich eigentlich auch nochmal was zusammenbauen. Aber das haben wir auch nicht. Mist, ey. Da
Und nochmal wieder die Kokerei komplett abbauen. Ja, ich weiß, es ist, wie gesagt, ich bin bei vielen Sachen noch sehr weit hinterher. Das muss sich auf jeden Fall ändern. Okay, so, jetzt können wir die Kokerei erstmal wieder aufbauen. Zack, 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 zack. So, wir brauchen auf jeden Fall dann gleich einen Tiefenspeicher. Ich weiß nämlich nicht, wie man den craftet. Müssen wir mir auch gleich nochmal anschauen. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Und da. Okay, gut, gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Tiefenspeicher. Tiefen. So, da ist er. Ja. Okay. Da brauchen wir auch wieder relativ viel. Oh Mann. Wir haben, glaube ich, auch nur eine einzige Enderperle nur noch, oder? Dann können wir das mit dem Tiefenspeicher eigentlich auch schon mal so gut wie. Kann man die irgendwie noch anders herstellen, die Enderperlen? Eine Schreinerei, Pulver, pulsierendes Gewebe. Oder halt Glück haben, ne? Aber es müsste ja eigentlich, unsere Farm müsste ja eigentlich zumindest zwei Stück hergegeben haben, wieder, oder? Oder halt auch überhaupt nicht. Oh Mann. Ist hier noch Weizen drin? Nee, Weizen ist hier keiner mehr drin. Haben wir noch Weizen im Inventar? Nee, haben wir auch nicht. Gut, dann kann ich damit auf jeden Fall schon mal nicht dienen. Okay. Hier haben wir auf jeden Fall noch drei Enderperlen. Hier ist einmal Enderlilien-Samen noch am Start. Die können wir eigentlich mal noch mit einsetzen. Die Dinger. Einfach so mal vielleicht mittig, relativ mittig ins Feld oder sowas in die Richtung. Hier so. Light Level 7, Light Level 9, 12. Wir haben aber eigentlich wirklich ein sehr gutes Lichtlevel sogar, oder? Die brauchen nur Ewigkeiten, bis sie hier gewachsen sind, die Dinger. Kann man da vielleicht mit Knochenstaub vielleicht ein bisschen was machen? Können wir ja mal schauen, ob wir damit ein bisschen was machen können. Aber nichtsdestotrotz ändert das trotzdem nichts daran, dass wir. Oh, unser Inventar erstmal wieder mega voll ist. Ja, wir möchten das eigentlich schon noch in dieser Folge hinbekommen, damit wir, dass wir dort dieses Diamantenrohr bekommen. Gucken wir mal, ob wir da was haben. Charcoal Dust. Ja, sechs Stück haben wir davon zumindest schon mal. Ja, wie gesagt, erstmal dann mit Flint und diesem Kohlestaub. Müssen wir mal gucken, ob das dann funktioniert und wir da einen Kohleball herausbekommen. Müsste ja eigentlich oder sollte ja eigentlich so der Fall sein. Das Zeug steht jetzt natürlich gut hier. Hier ist auch sogar ein Apfel rausgedroppt. Das Ding ist halt, ne, dass wir halt eigentlich unsere. Ah, Mist. Können halt meinetwegen sagen, dass wir erstmal nochmal die Produktion hier unterbrechen. Ja. Das ist vielleicht erstmal noch das günstigste. Lassen wir erstmal noch. Weil ansonsten ploppt das sowieso immer nur wieder raus. Wir müssen das eigentlich in dieser Folge jetzt eigentlich hinbekommen, dass wir das, ja, erstmal brauchen wir natürlich den Tiefenspeicher. Mehrere Tiefenspeicher sogar eigentlich. Naja, gut, da brauchen wir erstmal, fangen wir erstmal an überhaupt mit dem Maschinenblock. Das heißt, wir brauchen kolorierten Stein, also beziehungsweise ganz normalen Stein. Haben wir davon überhaupt noch irgendwo was liegen? Hier haben wir doch noch was liegen. Okay, das heißt, wir geben das hier einfach mal hier rein. Hier haben wir unsere Steaks. Okay, das müsste dann ausreichend sein schon mal. Dann hätten wir. Haben wir denn überhaupt noch Plastic Sheets? Ich glaube, die hatten wir, glaube ich, alle gemacht sogar. Steam Kompressor haben wir hier oben noch. Okay. Der arbeitet hier auch noch weiter. Okay. Okay, so, dann können wir hier nochmal was reingeben. Erstmal, dann haben wir jetzt hier 8 Plastic Sheets schon wieder. Okay. Das reicht erstmal, dann unten wird hier unten noch der Stein produziert. Der einer muss, einen brauchen wir noch. Dann können wir zumindest schon mal hier diesen Maschinenblock wieder machen. Das kriegen wir sogar 3 Stück raus. Das ist in Ordnung. So, okay, das haben wir. Was waren sogar 2? Hä, warum? Warum waren das 2? Aber okay. Okay. So, das hätten wir schon mal. Zack. Ja, das müssen wir ja auch erstmal wieder entlagern hier des Zeugs. Ah ja,
ganz schön viel im Inventar schon wieder. Okay, so, dann brauchen wir, haben wir wieder hier diese Plastic Sheets, die sind sogar mittlerweile fertig. Dann brauchen wir die ganzen Enderperlen, die wir haben hier irgendwie. Hier irgendwo war, glaube ich, noch eine gewesen, wenn ich mich nicht irre. War die hier? Also hier war auf jeden Fall noch eine. Müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwo... Hier, Knochenmehl. Haben wir doch sogar schon mal benutzt. Das ist doch schon mal gut. Boah, das geht doch sogar hier. Oder? Geht das damit nicht? Irgendwie nicht, oder? Nee, ich glaube irgendwie nicht. Kacke. Nee, das geht glaube ich nicht, oder? Kann man da nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit was rausbekommen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, vielleicht 1 zu 10? Nee, ne? Aber eigentlich nicht, wäre ja sinnlos. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ah, schade. Weil wir uns jetzt halt wirklich wieder genau eine fehlt. gibt, glaube ich, auch keine andere Möglichkeit, wie man das anders machen kann, ne? Haben wir noch irgendwie eine andere Möglichkeit, die ich sehe, wo wir eine Enderperle herbekommen können? Nein. Also wir gehen natürlich auf Enderman-Jagd. Das ist natürlich richtig nervig. Oh, Mann, oh. Ja, vor allem brauchen wir da halt, wir brauchen halt eigentlich zwei Tiefenspeicher sogar. Aber erstmal brauchen wir auch das diamantene Rohr. So, gucken wir mal, wir müssten jetzt mittlerweile, hier, jetzt haben wir hier 12 Stück davon da, schon mal. Hatten, glaube ich, hier auch noch nichts wieder reingelegt. Gucken wir mal, hier, Birkenholz. Uns gehen halt die Rohstoffe sind halt echt mega wenig. Ja, man craftet halt so gesehen halt ziemlich am Limit. Haben wir das nicht mehr? Doch, hier haben wir auf jeden Fall Feuerstein, ne? Nein. Schade, oder? Das war's doch so gewesen, oder? Kohleball. Ja. Coal Dust, Cracktech. Aber ich verstehe ich halt nicht. Shaped IC Crafting, IC 2 Crafting. Ah, Charcoal Dust ist das. Ah, Holzkohle. Wir bräuchten richtige Kohle. Mist, ich habe aber nur Holzkohle, oder? Koks? Holzkohle? Holzkohle? Nein! Habe ich echt keine normale Kohle? Holzkohle? Holzkohle? Ich glaube, ich habe wirklich nur Holzkohle, oder? Aha, toll. Genial. Wollen wir hier damit erstmal gar nicht weitermachen? Der nimmt die Holzkohle. Ach Mann, ey. Nervig ohne Ende. Lignit Coal, oh. Ja, das sind halt 6 Stück, aber das nutzt uns halt auch nichts. Ah, jetzt haben wir hier Crushed Diamond. Ach Mann. Da kannst du halt auch nur Diamantstaub rausholen, ne, daraus. Kannst du es halt nicht wieder zusammensetzen. Im Hammer kriegst du auch nur das raus. Steinmühle. Oh Mann. Kacke. Haben wir nicht noch irgendwo vielleicht ein bisschen Kohle hier irgendwo rumliegen? Vielleicht. Aber es wird halt auch wieder Ewigkeiten dauern, bis das dann überhaupt fertig werden würde. Hier ist noch ein bisschen Holzkohle. Hier ist auch wieder Holzkohle. Oh. Ach, Herr Jemine. Ich hab halt weder das eine noch das andere halt, ne? Habe ich denn noch irgendwie Kohleerz oder sowas in die Richtung? Irgendwas in dieser Art und Weise? Nein, habe ich nicht. Okay, ich glaube, wir müssen nochmal losgehen und ein bisschen farmen. Zählt alles nichts.
Werfen wir mal alles hier raus. Wir haben ja noch Fackeln. Na, ganz wenig eigentlich. Irgendwie nur noch. Hier haben wir noch die Schaufel. Das ist okay. Zack, zack. Hier weg damit. Das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Hier haben wir noch die Fackeln. Dann haben wir noch die Holzkohle. Die können wir auch erstmal noch mit einsetzen. Dann haben wir hier noch irgendwo bestimmt etwas in die Richtung Holz oder sowas in die Richtung, oder nicht? Hier unten war, glaube ich, Holz, ne? Genau. Okay, hier nehmen wir mal die Stickies. Aber wir brauchen halt irgendwoher diese Diamanten, ne? Das ist halt unumgänglich. Das ist halt echt unumgänglich. Okay, gut. Es nutzt nichts. Ich werde mal hier die Folge an der Stelle auf jeden Fall mal beenden. Freut mich trotzdem, dass ihr eingeschaltet habt, auch wenn wahrscheinlich in der Folge hier nicht wirklich viel passiert ist. Außer neue Erkenntnisse wahrscheinlich. Und naja gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach mal in der nächsten Folge wieder. Da werde ich wahrscheinlich ja, mal nochmal losgehen und mir nochmal was zusammensuchen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.